Erwin Wurm im Grazer Kunsthaus, das ist fast eine ideale Situation, wenn man an die skulpturale Qualität der Architektur hier denkt und an die Skulpturbegrifflichkeit, wie sie Erwin Wurm praktiziert. Er geht davon aus, dass alles Skulptur ist, vom Objekt, vom Gebrauchsobjekt bis zur Architektur, bis zur Handlung, in dieser Ausstellung auch zu immateriellen Dingen, nämlich zu Gedanken und Worten. Also ich habe nicht versucht, Dinge herzubringen, die ich schon öfter gezeigt habe und ausgestellt habe, wie die Häuser oder die Autos oder so weiter. Und die waren Mini-Sculpture, sondern versucht, was Neues zu kreieren. Und das ist ja immer das Spannende daran, dass man also eine Arbeit weiterentwickeln kann. Und hier gab es die Möglichkeit. Wir haben hier drei Zugänge. Zum einen ist es die Auseinandersetzung mit anderen Künstlern, sogenannten Kollegen, oder auch mit dem Werk, mit dem Material, mit Arbeiten anderer Künstler. Wir haben hier Josef Bielhofer, Fritz Wotrupper und Robert Rauschenberg, die hier eingesetzt sind. Das sind alles Künstler, die der Erwin Wurm sehr schätzt, die aber einen gewissen Aspekt innerhalb der skulpturalen Entwicklung der Kunstgeschichte genommen haben, auf die sich Wurm in der Folge in seinen Arbeiten bezieht. Zum Zweiten haben wir eben den Umgang mit der Architektur. Erwin Wurm hat diese Raumsituation hier als eine unendliche empfunden, als ein schwarzes Loch, das letztendlich unbegrenzt ist, das letztendlich nicht von klassischen Raumsituationen, vom orthogonalen Raum ausgeht, sondern eben von einem Innenraum einer Skulptur am ehesten. Der Ausstellungsraum in Kunst, das ist ja, kann man sagen, sehr schwierig, nicht einfach, weil man, wenn man Skulptur hineinstellt, der Raum sondern keine Koordinaten vorgibt. Es gibt keine Wände, keine Geraden, sondern es ist sozusagen eine Höhle mit einem flachen Boden. Und man tut sich also schwer, das Ende und den Anfang des Raumes zu definieren und auszumachen. Und da habe ich versucht, etwas hineinzubringen, was sich so behauptet, erstens durch Licht und zweitens durch die Form, um da so in gewisser Weise einen Kontrapunkt zu setzen. Und zum Dritten und vielleicht Wesentlichsten gibt es eine Fortsetzung der heuer 20 Jahre existierenden Idee der One-Minute-Sculptures, nämlich die Skulptur als imaginäres Phänomen. Das heißt also, man wird in der Ausstellung von Akteurinnen und Akteuren angesprochen, die eine ähnliche Situation wie in Titel, ein fußballgroßer Tonklumpen auf hellblauem Autodach, ein Bild vorstellen, ein gesprochenes Bild vorstellen, das im Bewusstsein des Publikums zur Skulptur wird. Das heißt also, in dem Moment werden Gedanken und Worte zum Material, ähnlich wie davor Strick, Gips, Eimer, Alltagsgegenstände, selbst die Architektur hier, so werden auch die Gedanken und Worte letztendlich zur Skulptur und können den skulpturalen Prozess nicht nur begleiten, sondern ihn letztendlich vollziehen. Der Besucher nimmt also diese Imagination, die er hier gewonnen hat, mit raus aus der Ausstellung und solange er sich erinnern kann, wird diese Skulptur in seinem Bewusstsein, in seiner Imagination bestehen. Wurm hat also das Zeitliche oder Zeitbasierte in der Skulptur besonders ins Zentrum gestellt. Also eine Skulptur kann für einen bestimmten Zeitraum existieren und dann wieder Alltagsgegenstand sein, wie der Pullover beispielsweise, den man sich anzieht, dann ist er Pullover. Hängt man ihn an die Wand, ist er Kunstwerk. Genauso auch diese Skulpturen, Wortskulpturen, wo eine Akteurin oder ein Akteur von einem Podest aus Worte an das Publikum richtet und in dieser Dynamik, in dieser Kommunikationsstruktur entsteht letztendlich die Skulptur in diesem Fall. Das ist also in der Tradition der One-Minute-Sculptures stehend, wo also auch für einen kurzen Moment lang die Situation Skulptur genannt werden kann. Danach ist es wieder der Alltagsgegenstand, der seine Funktion bekommt und der auch seine Bedeutungsebene wieder, seine ursprüngliche, zurückbekommt.